wie unterschiedlich doch Märkte miteinander agieren können, das sehen wir aktuell gerade beim Dow Jones, denn der hat nicht so wirklich gerade gepunktet. Im Gegenteil, wir sind sogar ziemlich deutlich nach unten unterwegs gewesen. Manch Chartisten wird das gar nicht so fremd vorkommen, der wird sagen, naja gut, nachdem es ja schon sowieso die Aufwärtsbewegung nicht mehr so fortschrittlich war, also nicht mehr so getrieben war in dem Sinne wie das, was wir vorher hier hatten. Wir sehen das hier noch im Stundenchart, ist das doch gar nicht so absonderlich. Dann heute Mittag in etwa gab es dann den deutlichen ersten Rutsch, dann Päuschen und dann später nochmal einen Rutsch, so gegen 15 Uhr, also ganz klare Abwärtsbewegung. Das krasse Gegenteil dazu ist der Nasdaq Future in dem Fall ebenfalls, denn der ist seit mittags ziemlich deutlich auf dem Weg nach oben unterwegs, also scharfe Bewegung, ganz klar hoch, wackelig dann manchmal nach unten. Das typische Bild, was man eben so kennt. Manch einer, der wird das natürlich mit Nachrichten in Verbindung bringen. Da gibt es den ein oder anderen Punkt. Ein Punkt, der mir allerdings heute ganz wichtig ist, und das ist das, was wir von den Inflationszahlen bekommen haben. Ihr seht das hier, die CPI-Daten, die Consumer Price Index, also die Verbraucherpreise in der Kernrate, mehr gestiegen als erwartet, 0,3 statt 0,2, aber auch jetzt im Jahresvergleich die einfachen 2,6 statt 2,5 und vorherigen 1,7. Also Zugewinn bei der Inflation lässt natürlich die Vermutung, dass die Teuerung zunimmt, auch jetzt mal bei den Verbrauchern, dass also Inflation tatsächlich ein Thema ist. Das wissen wir, das könnte doch für die Edelmetalle doch nochmal ganz spannend sein. Doch bevor wir auf die Edelmetalle gucken, gucken wir auch nochmal auf die Zinsen. Denn auch dort gibt es ein bisschen eine Entlastung. Das sind die Kurse zu den Zinsen, also zu den US Treasury Notes sozusagen. Und wir wissen, je niedriger das ist, desto höher ist die Rendite, also die Zinsrendite da drauf. Das wiederum ist für Edelmetalle Gift. Jetzt sehen wir allerdings, dass wir sehr zügig nach oben sind. Manch einer würde sagen, das sieht auch fünfwellig nach oben aus hier, die Bewegung. Und das sieht hier typisch ABC dreiwellig aus. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Chartisten sagen dann, naja gut, es geht hier nach oben. Ich will gar keinen Streit. Ich weiß, es wird immer wieder diskutiert. Warum redst du hier über die Charttechnik? Naja gut, das andere macht doch Fuji so super, dann kann ich doch gar nichts dem entgegensetzen. Aber manchmal auf den Chart zu gucken, kann ja auch nochmal vielleicht eine kleine Unterstützung oder Hilfe sein. Auf jeden Fall, bei den Zinsen sieht es so aus, als ob diejenigen, die die Treasury Notes kaufen wollten, sogar hier noch einen Trigger hätten auf diesem Niveau. Auf jeden Fall würde das, wenn das getriggert wird, für weiter höhere Kurse sprechen, sprich fallende Renditen. Das wiederum ist ebenfalls gut für die Edelmetallpreise. Das müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass die Edelmetalle steigen. Das wäre doch ideal, wenn die ebenfalls einen Schub nach oben haben, ein bisschen wackelig nach unten. Genau das haben wir bei Gold. Ich will das gar nicht hier exzessiv beschreiben, denn wir haben im Trade des Tages heute einen Goldtrade, den wir vorstellen mit unseren ganz konkreten Marken. Aber ihr seht schon, aktuell ist der Markt da gestiegen. Meldet euch an, wer es verpasst hat bis jetzt, ist immer noch in der Nähe des Einstiegs. Also man hat da die Chance, nochmal reinzukommen. Also das wäre nicht das Problem. Aber schaut euch das an. Wie gesagt, es ist kostenfrei. Da kriegt ihr solche Informationen dann immer wieder mal genannt. Auch anmelden natürlich für Born for Trading. Dann kriegt ihr viele Trades, viele Ideen, viele, auch wie man was macht, von mir nochmal zusätzlich aufs Smartphone. So, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Es ist einfach eine Bewegung in die Märkte reingekommen. Das sah ja schon ein bisschen harmlos aus. Ob das die Lieblingsrichtung des jeweiligen ist, das ist mal eine andere Geschichte. Aber als Händler versuche ich nicht eine Lieblingsrichtung zu haben, sondern das zu traden, was der Markt gerade macht. So, in diesem Sinne lasse ich euch jetzt den Spaß an den Märkten. Meldet euch hier an beim Trade des Tages, damit ihr dieses hier zum Beispiel noch nachvollziehen könnt, beziehungsweise mitmachen, wer denn möchte. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Liebe Grüße.